Oh, Lane ist zu sich gekommen und er hat was verloren. Nämlich einen Nagelknipser. In den Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Und es fällt ihm nicht auf, dass wir ihn klauen. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Ich würde das nicht unbedingt Leben nennen. Stehen Sie da nicht so rum, holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten, verstehen Sie? Ja, andere wollen da ein Glas Wasser, aber Lane will direkt was zu essen. Zum Glück haben wir Pizza. Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung, keine Pappsimulation. Na gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Also, was ist hier vorgefallen? Oh, Henri, ist er tot? Ich fürchte ja. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Also, ich würde da jetzt nicht gerade von Rampenlicht sprechen, wenn man sich opfert, um danach zu sterben. Aber gut, immerhin hat er die kalte Pizza gegessen und ist jetzt auch satt. Das bedeutet, wir können mit ihm quatschen und hoffentlich neue Infos bekommen. Verzeihen Sie. Kenne ich Sie? Ja, unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich, der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Ich bin George Stobbart. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha! Dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu. Oh, jetzt haben wir... Oh, das sieht ja cool aus. Haben wir... früher hatte man da unten nur so ein paar Bilder. Jetzt hat man hier... sehr gut. Auch ein sehr schönes Symbol für den Verbrecher. Gut. Ja, das Schöne hier ist, dass man natürlich jetzt nicht diese Fragestellungen vorgegeben bekommt, sondern halt immer die Situationen. Und ich mache das immer so, ich lese halt erstmal alles vor und klicke danach alles durch. So, wir haben zur Auswahl Henri, der Diebstahl an sich, die Galerie, die Kautastatur, das Rasierwasser und der Nagelknipser. Kannten Sie den Galeriebesitzer? Natürlich. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. Ach ja? Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht, unter meiner Schirmherrschaft als Kurator. Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Was uns direkt zur überübernächsten Frage bringt, aber wir wollen natürlich nicht die Reihe brechen. Wissen Sie etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio, ein kaum bekanntes Werk, tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Ah ja. Sie waren der Kurator dieser Ausstellung? Worum ging es dabei? Eine brillante Retrospektive. Ein dialektisches Sichtfenster auf den laufenden Diskurs der europäischen Kunst mit den ungelösten Psychosen der Nationalstaatlichkeit. Ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Ja, dieses verschobene Denken der Künstler. Aber kommen wir mal zu wichtigen Fragen, nämlich die Code-Tastatur. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben.
Mr. Lane, Sie müssen mir einfach den Code für diese Tür verraten. Und warum bitte sollte ich das müssen? Weil Sie für die Ermittlungsbeamten der Hauptverdächtige sein werden. Wir wissen beide, dass Sie unschuldig sind, Mr. Lane, aber die Polizei wird das nicht ganz so einfach sehen. Ich könnte Sie von Ihrer Fährte ablenken, aber im Gegenzug bräuchte ich den Code für die Bürotür. Das ist doch lächerlich. Die Polizei hätte weder Motiv noch irgendwelche Beweise. Komisch, dass Sie das jetzt gerade erwähnen. Ah. Aha, Nagelknipser, durchtrenntes Kabel. Okay. Ja, das könnte echt zusammenhängen. Jemand hat die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes sabotiert. Ein Kabel wurde durchgeschnitten. Was? Wer konnte sich denn an der Alarmanlage zu schaffen machen? Gute Frage. Es war ein Insider-Job, Mr. Lane. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, ich hätte... Nun, ich fürchte, genauso wird das die Polizei aber sehen. Das ist doch absurd. Wie soll ich denn das Kabel durchgeschnitten haben? Ja, ganz einfach, mit dem Nagelknipser. Ist das Ihr Nagelknipser, Mr. Lane? Ja, da ist mein Monogramm eingraviert. Das perfekte Werkzeug, um damit das Kabel der Alarmanlage an dem gestohlenen Gemälde zu kappen. Was reden Sie da? Nun, die Alarmanlage wurde sabotiert, Mr. Lane. Es war ein Insider-Job. Sie beschuldigen mich? Wie können Sie es wagen? Ich hatte keinen Grund, Henri zu töten. Nicht das kleinste Motiv. Das sagen Sie. Nur bezweifle ich, dass die Polizei das ebenso sehen wird. Und ich hätte zu gerne diesen Türcode. Oh, wir müssen ihn noch ein bisschen weich kochen. Ein ungewöhnliches Gemälde taucht in Ihrer Ausstellung auf und wird prompt gestohlen. Das sieht nicht gut aus, oder? Und was wollen Sie damit sagen? Die Polizei wird Ihnen ein paar unangenehme Fragen stellen. Aber wenn Sie mir den Code zu dem Raum mit dem Überwachungsmonitor geben, werde ich mein Möglichstes tun, die Ermittler auf eine andere Fährte zu locken. Ich kann Sie nicht in diesen Raum lassen, Mr. Stobbart. Außerdem hat Henri la Malediktio gefunden, nicht ich. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Ach, verdammt. Aber auch irgendwie schon komisch, wie George hier abgeht. Ich meine, die Polizei auf eine andere Fährte locken, das klingt ja schon fast, als ob wir Mittäter sind. Und lustigerweise, der Pfaffe sitzt die ganze Zeit daneben und macht den Bedrückten, währenddessen wir hier solche Gespräche führen. Das war auf jeden Fall ein Insider-Job, Mr. Lane. Die Polizei wird sich sehr dafür interessieren, wo Sie in den letzten Tagen waren. Ich war ein paar Tage nicht in der Stadt und gestern Abend bin ich früh zu Bett gegangen. Das sagen Sie. Sie werden mich nicht einschüchtern, damit ich Ihnen den Türcode gebe. Vergessen Sie's. Ich war dicht an irgendwas dran und ich wusste es. Lane fing an zu schwitzen. Kein schöner Anblick. Das glaube ich gern. Gut, probieren wir es halt nochmal. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Ja, ich hoffe jetzt nur, dass er nicht die gleichen Sachen nochmal erzählt. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern Abend früh zu Bett gegangen, ja? Stimmt genau. Ich war seit Tagen nicht mehr in der Nähe der Galerie. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobbart. Wie wäre es mit etwas mehr hiervon? Lieber nicht. Als Ersatz für Riechsalz war das Zeug akzeptabel. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Reine Hirngespinste! Welches Motiv sollte ich haben, die Alarmanlage zu sabotieren? Ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen rumermitteln. Und wir können ja mal unser Handy benutzen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Und könnten Rickenbacker, das ist quasi unser Versicherungschef, oder Nico anrufen. Und Nico anrufen ist mal eine coole Sache, denn die ist ja dem Täter auf der Spur.
Nico ging nicht ans Telefon. Kein Wunder. Gut. Dann vielleicht mal unseren Chef. Hallo, Mr. Rickenbacker? Stobart, was wollen Sie? Mr. Rickenbacker, es gibt da ein Problem. Kaum überraschend, wie? Hoffe, es hat nichts mit diesem Lézard Bleu zu tun. Ich fürchte doch, Sir. Es hat einen Raub gegeben. Oh, großartig. Fehlt aber nur ein Bild. Na, weshalb verschwenden Sie dann meine Zeit? Finden Sie das Bild oder finden Sie raus, wie wir um die Zahlung rumkommen. So behalten Sie Ihren Job, Stobart. Verstehe. Vielen Dank, Sir. Oh, bitte. Sonst noch was, was Sie mir sagen wollen? Der Dieb hatte eine Waffe. Er hat den Galeristen erschossen. Ist er auch bei uns versichert? Nein, Sir. Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Haben Sie denn wenigstens schon eine Spur? Sabotage oder La Dingsbums, das Bild halt. Die Alarmanlage ist sehr wahrscheinlich sabotiert worden. Der Alarm des gestohlenen Bildes war unterbrochen. Also war es ein Insider-Job. Wen gibt es sonst noch in der Galerie? Da ist ein Typ namens Hector Lane. Lane? Warum kommt mir der Name bekannt vor? Er ist Kunstkritiker. Ich glaube, er steckt mit hinter der Ausstellung. Könnte er es gewesen sein? Naja, er ist unhöflich und hässlich. Könnte möglich sein. Quetschen Sie ihn aus, Stobart, bis er auspackt. Um Lane auszuquetschen, würde ich längere Arme brauchen. Kriegen Sie raus, wer den Alarm sabotiert hat, und finden Sie das Bild. Und rufen Sie erst dann wieder an. Das wäre mal ein freundlicher Chef. Ja, verdammte Axt. Ob wir nochmal mit dem Pater sprechen sollten? Pater? Ja, mein Sohn. Also die Animationen sind echt sehr geil gemacht hier im Spiel. Wir können jetzt böse zu ihm sein, ihn über Henri ausfragen. Ausstellung, Verschwörung, das Kabel, Tastatur und so weiter. Ich glaube, das Böse ist dann eher bezogen darauf, dass es eben das Böse war, was hier seine Finger mit im Spiel hat. Was meinten Sie damit, dass ich hier etwas ungeheuer Böses abgespielt habe? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wie bitte? Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Der Teufel ist immer und überall, Mr. Stobart. Ah ja, da muss ich aufpassen. Hat Henri noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Er sagte, halt den Wagen an, lass mich einsteigen. Was könnte das bedeuten? Das werden wir vielleicht nie erfahren. Halt den Wagen an, lass mich einsteigen. Ob Henri etwas mit dem Raub zu tun hatte und eigentlich es geplant war, dass er mit in das Auto vielleicht sollte Henri eigentlich als Geisel genommen werden oder so, aber der Dieb hat sich kurzerhand entschlossen, ihn zu erschießen. Könnte natürlich sein. Was führt Sie zu dieser Ausstellung, Pater? Das Gemälde. Welches? La Maledictio natürlich. Das Gemälde, das gestohlen wurde? Ich musste mich dem Bösen stellen. Ja, und das Böse hat gewonnen. Verdammte Axt. Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobart, endlich erkennen Sie die Wahrheit. Nein, Pater, ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insider-Job war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insider-Job. Also irgendwie wird mir gerade das Wort Insider-Job hier viel zu oft verwendet. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter. Ach, der und sein Teufel immer. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein, aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Bei allem Respekt, Pater, aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Was wissen Sie über den Mann, der La Maledictio gemalt hat? Über El Serp?
Er war ein Mann, der mit dem Feuer spielte. Dem Feuer der ewigen Verdammnis. Erzählen Sie mir etwas über das gestohlene Gemälde. Wer immer in seine Nähe kommt, wird in der Hölle brennen. Also, ist ein ziemlich komischer Kerl und ein ziemlich komisches Gemälde. Leider hat sich's ja auch bewahrheitet, denn ja, Henri kam dem Gemälde zu nahe und jetzt ist er tot. Pater, wie wäre es mit einem Spritzer? Gott bewahre. Erkennen Sie das hier? Den Nagelknipser? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, leider kann er uns auch nicht weiterhelfen und wir müssen immer noch Lane ausquetschen. Vielleicht motiviert jetzt ja das Telefonat mit dem Chef, den guten George, dass er hier ein bisschen härter zupackt oder so. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Okay. Ja. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz... Wie ich bereits sagte, ich... Das hatten wir ja alle schon mal. Sie waren also nicht... Stimmt. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane. Das... Schuldig auf... Rein... Bleiben Sie mir mit diesem Giftgebräu vom Leib. Er scheint da jetzt eine Abneigung zu haben, ob wir ihn damit vielleicht ein bisschen bedrohen? Bleiben Sie mir mit diesem Giftgebräu vom Leib. Manchmal hilft es ja, Dinge mehrfach zu benutzen. Bleiben Sie... Nee, aber hier nicht. Ob wir vielleicht den Nagelknipser damit verwenden können? Nee, können wir nicht. Niemand hatte bemerkt, dass die Schachtel auf den Boden gefallen war. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Vielleicht können wir ja... Ah, wir können die Galerie auch verlassen. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe.